Hallo, das ist Stefan von Dr. Windows und ich möchte euch heute die App ReadAloud vorstellen. Bei ReadAloud handelt es sich um eine Universal-App. Sie gibt es sowohl für euer Windows Phone als auch für euren Windows 8 Desktop- oder Tablet-Computer. ReadAloud hat sich vorgenommen, beliebige Texte aufzubereiten und euch vorzulesen. Hierzu gibt es drei Möglichkeiten. Einmal ein blankes Blatt sozusagen aufzurufen, in dem ihr einen Text einkopiert, oder ihr öffnet gleich einen File, das kann ein PDF oder ein Word-Dokument sein, oder eine beliebige Webseite. In den Einstellungen habt ihr die Möglichkeit, die Sprache des Textes auszuwählen. Ich habe mich halt für Deutsch und eine weibliche Stimme entschieden. Und ich habe da schon mal was vorbereitet, einen Artikel von uns vom Freitag über die AllView Tablets, den der Martin geschrieben hat, und den habe ich mal in eine weiße Seite reinkopiert. Und jetzt hören wir uns das mal an, wie ReadAloud mit diesem Text umgeht. Vor wenigen Tagen erst witzelte ich mit einem Bekannten darüber, dass die kleinen und günstigen Windows-Tablets eigentlich falsch vermarktet werden. Zu allen Geräten bekommt man nämlich eine Office 365 Personallizenz für ein. Ich finde, das kann sich hören lassen. Also das ist nicht die schlechteste Sprachausgabe, die ich bisher in meinem Leben gehört habe. Hier unten, ich starte es jetzt gleich nochmal, dann gibt es noch eine Einstellmöglichkeit. Zu allen Geräten bekommt man nämlich eine Office 300 vorgelesen wird, ändern. Zu allen Geräten bekommt man nämlich eine Office 365 Personallizenz für ein Jahr. Und damit ist ein nicht unerheblicher Teil des Gerätepreises wieder ausgeglichen. Ihr hört, also dann wird es schon ganz schön schnell. Ich finde, die App macht das alles ganz gut, wobei es allerdings noch so einige Hürden zu überwinden gibt. Klickt ihr zum Beispiel auf die Webschaltfläche, da kommt es auch bei mir regelmäßig zu einem Absturz. Ich mag es jetzt gar nicht zeigen, weil sonst kann ich euch nichts weiteres mehr zeigen. Auch beim Öffnen der Files tut sich die App zum jetzigen Zeitpunkt noch relativ schwer. Aber ich könnte mir vorstellen, dass da in Kürze Updates gibt. Wer so eine App sucht, die Texte beliebiger Länge vorliest, der kann zugreifen. ReadAloud gibt es in einer Testversion. Und alles Weitere nehmt ihr bitte den beiliegenden Artikel.